Hallo und herzlich willkommen zu einem Video zu unserer Bohr- und Fräsmaschine SIEG SX2.7L. Sie erweitert unser Sortiment an Fräsmaschinen und in diesem Video stellen wir euch die Maschine und ihre Funktionen genauer vor. Die SIEG SX2.7L hat eine Abgabeleistung von 750 Watt und wird von einem bürstenlosen Gleichstrommotor mit dynamischer Steuerung angetrieben. Das bedeutet, dass die Maschine bei Belastung automatisch nachregelt, um die vorgegebene Drehzahl zu halten. Sie verfügt über einen sehr laufruhigen Riemenantrieb. Die Drehzahl ist stufenlos von 100 bis 2000 Umdrehungen pro Minute regelbar. Die SX2.7L verfügt auch in den unteren Drehzahlbereichen über ein hohes Drehmoment. Der gesamte Drehzahlbereich wird durch eine Riemenstellung abgebildet. Es ist also kein Umlegen des Zahnriemens notwendig. Die Maschine verfügt über eine SK30 Werkzeugaufnahme. Der Pinolenhub erfolgt über den Sterngriff. Zusätzlich verfügt die SX2.7L über eine Feinverstellung. Somit können exakte Werte für sehr feine und präzise Arbeiten eingestellt werden. Die Besonderheit der Fräsmaschine ist ihre Gewindeschneidfunktion. Wir können diese einfach per Knopfdruck aktivieren und sehen, wie sich die eingestellte Drehzahl halbiert. Dann können wir an jedem Griff des Sterngriffs über die grünen Druckknöpfe die Drehrichtung der Arbeitsspindel verändern. Die SX2.7L hat einen 700 x 160 mm großen Tisch mit 3 12 mm T-Nuten für M10 Nutensteine und ist mit und ohne Messsystem erhältlich. Die Führungen sind über Keilleisten spielfrei einstellbar. Das war unsere kurze Vorstellung der Bohr- und Fräsmaschine SIEG SX2.7L. Schreibt eure Fragen zur Maschine gerne in die Kommentare und abonniert unseren Kanal, um keine neuen Videos zu verpassen. Den Link zur Maschine gibt es unter dem Video.